Wir werden in dem heutigen Video über zwei verschiedene Mädchen sprechen, deren tragische Morde. Beide hatten Träume, konnten sie aber nie verwirklichen. Glücklicherweise wurden die Täter, auch wenn es Jahre gedauert hat, schließlich gefasst. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Laura Ann Hizar wurde am 10. Mai 1972 geboren. Ihr Vater war Jose Luis und ihre Mutter Judy Marie Heiser. Nach der Geburt von Laura hatte das Hizar-Paar vier weitere Kinder. Jose arbeitete bei den Streitkräften der Vereinigten Staaten, während Judy sich zu Hause um die Kinder kümmerte. Laura wurde von denen, die sie kannten, als empfindliches und offenes Mädchen beschrieben. Am 6. November 1983 bat sie um Erlaubnis, bei einem Freund zu übernachten. Der Ort, den sie besuchte, war nicht weit entfernt, sie konnten sogar das Haus sehen, zu dem sie gehen würde. Sie machte sich mit einer Kleidertasche auf den Weg zum Haus ihres Freundin. Laura verbrachte die Nacht dort und hatte Spaß mit ihrem Freund. Am nächsten Nachmittag kehrte sie jedoch nicht wie geplant nach Hause zurück. Daraufhin riefen ihre Eltern den Freund an, mit dem sie zusammen war, und fragten nach dem Aufenthaltsort ihrer Tochter. Der Freund sagte, dass Laura schon vor Stunden gegangen sei. Bevor ihre Eltern in Panik gerieten, suchten sie schnell die Gegend ab, konnten aber keine Spur von Laura finden. Die besorgte Familie meldete den Vorfall der Sheriffstation und berichtete, dass ihre Tochter vermisst sei. In jenen Jahren nahmen die Beamten vermissten Anzeigen nicht ernst, solange nicht viel Zeit vergangen war. Lauras Eltern warteten verzweifelt auf die Rückkehr ihrer Tochter, nachdem die Polizisten so nachlässig gehandelt hatten. Leider trat das befürchtete Szenario ein, Laura kehrte niemals nach Hause zurück. Aufgrund des Drucks der Familie auf die Sheriffstation wurde Laura erst Tage später offiziell als vermisst gemeldet. In der ersten Phase der Ermittlungen unternahmen die Polizisten keine umfangreichen Suchen. Kurz darauf kam jedoch eine Information über Laura ans Licht. James Howard Harrison vom Sheriffbüro sagte aus, dass er Laura in der Nähe einer Tankstelle gesehen habe. Drei Tage nach ihrem Verschwinden teilten die Polizisten der Familie die schlimmste Nachricht mit. 600 Meter entfernt von der Kreuzung, wo sie zuletzt gesehen wurde, wurde Loras lebloser Körper gefunden. Während Loras Leiche zur Autopsie ins Krankenhaus gebracht wurde, brach ihre Familie vor Trauer zusammen. Ihre größte Empörung richtete sich gegen die widerwilligen Bemühungen der Behörden. Obwohl die Detectives mit ihren Ermittlungen begannen, konnten sie keine Beweise sammeln, die zu einer Verhaftung führen würden. Es würde leider Jahrzehnte dauern, bis der Mörder von Laura identifiziert wurde. Das Sheriffbüro des St. Lucie County bildete eine spezielle Cold Case Einheit. Nach 40 Jahren nahm Detective Paul Taylor den Fall erneut in die Hände und leitete eine Untersuchung mit seinem Cold Case Team ein. Nach ihren Recherchen identifizierten sie schließlich einen Verdächtigen. Diese Person war Teil der ursprünglichen Ermittlung. Diese Person war James Howard Harrison, ein stellvertretender Sheriff im St. Lucie County. Er war ein Kollege, der nie ins Visier geraten war. Er war die letzte Person, die Laura lebend in der Nähe einer Tankstelle gesehen hatte. Detective Taylor ging tiefer in die Untersuchung und entdeckte Lücken in der ursprünglichen Ermittlung. Sie sprachen mit zwei Zeugen, die behaupteten, die Leichen der Mädchen gefunden zu haben, und nahmen ihre Aussagen auf. James Harrison war nicht nur der Letzte, der Laura gesehen hatte, sondern auch derjenige, der den Fund der Leichen gemeldet hatte. Die beiden Männer, die Loras leblosen Körper entdeckten, hatten dies James mitgeteilt. James forderte sie auf, sofort den Tatort zu verlassen. Nachdem er sie weggeschickt hatte, hatte er mehr als 20 Minuten alleine mit dem Tatort verbracht, bevor er die anderen Beamten informierte. Detective Taylor und sein Team stellten die Theorie auf, dass James den Körper an den Fundort gebracht hatte.
Es wurde festgestellt, dass er potenzielle Beweise beseitigt hatte, bevor die Polizei eintraf. Jahre später begannen sie, stichhaltige Beweise gegen James Harrison zu sammeln, nachdem neue Hinweise aufgetaucht waren. Während seiner Amtszeit gab es Beschwerden, dass er sich gegenüber Jugendlichen unangemessen verhalten habe. James war nicht nur als Polizist tätig, sondern arbeitete auch als Prediger in der Gegend. Es gab mehrere Vorwürfe, dass er junge Mädchen belästigt hatte. Detective Taylor fand Beweise dafür, dass James derjenige war, der die Beweismittel am Tatort bewegt hatte. Nur 5 Monate nach dem Mord an Laura zog James aus St. Lucie weg. Die Detectives kamen zu dem Schluss, dass es ausreichende Beweise gab, um James Harrison für den Mord verantwortlich zu machen. Jedoch entkam James Harrison der Justiz, indem er 2008 an Krebs starb. Die Detectives exhumierten auch seine Leiche, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Die DNA in Loras Fall zeigte, dass es sich um ein männliches DNA-Profil handelte. Allerdings war die DNA, die 40 Jahre lang aufbewahrt worden war, zu stark degradiert, um mit James' DNA verglichen werden zu können. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. April Marie Tinsley wurde 1980 in Fort Wayne, Indiana geboren. Sie war das erste Kind ihrer Mutter. Ihre Mutter hatte immer davon geträumt, ein blondes Mädchen wie April zu haben. April war intelligent, liebenswert und wurde von ihren Schulfreunden sehr geliebt. Sie besuchte die Fairfield-Grundschule und war auch Mitglied des Kinderchors in der Kirche. Am 1. April 1988 beendete April frühzeitig die Schule. Nach dem Mittagessen fragte sie ihre Mutter, ob sie zu ihrem Freund Nick gehen könne, der ein paar Blocks entfernt wohnte. Ihre Mutter stimmte zu und bat sie, anzurufen, wenn sie bei Nicks Freund angekommen sei. Sie war bereits zuvor bei ihren Freunden gewesen und rief immer ihre Mutter an, wenn sie dort war. Ihre Mutter erinnerte sie daran, ihren Regenschirm mitzunehmen, da am Nachmittag Regen erwartet wurde. Außerdem bat ihre Mutter sie, vor 4 Uhr nach Hause zu kommen, um nicht in den heftigen Regen zu geraten. April verließ ihr Zuhause und begann, zum Haus ihrer Freundin zu gehen. Als sie dort ankam, rief sie wie versprochen ihre Mutter an. Sie verbrachten den Nachmittag damit, zu spielen. Als es jedoch nach 4 Uhr war, begann Aprils Mutter besorgt zu werden. Ihre Tochter war nicht nach Hause gekommen, was für sie ungewöhnlich war. Daraufhin rief sie Nicks Mutter an und fragte, wo April sei. Nick erzählte, dass er bemerkt hatte, dass April ihren Regenschirm zu Hause vergessen hatte und deshalb den Park verlassen hatte. April bemerkte jedoch, dass sie ihren Regenschirm bei Nicks Haus vergessen hatte. Sie kehrte alleine zurück, um den Regenschirm zu holen. Nicks Mutter erklärte, dass April nie angekommen sei und dass ihr Regenschirm immer noch bei ihnen sei. Janet, in Panik geraten, rief sofort die Polizei an und meldete, dass ihre Tochter vermisst sei. Die Polizeibeamten, die die Suche begonnen hatten, konnten keine Spur von dem kleinen Mädchen finden. Anfangs verdächtigten die Polizisten, dass April entführt worden sein könnte. Die Suche dauerte 3 Tage an, mit Beteiligung der Familie und der Polizei. Die Stadt war in Angst versetzt, da man glaubte, dass ein Kinderschänder in der Nachbarschaft sein Unwesen trieb. Am 4. April 1988 wurde jedoch eine schreckliche Entdeckung gemacht. 3 Tage nach ihrem Verschwinden fand ein Läufer die Überreste von April am Straßenrand. Die Kleidung stimmte mit der Beschreibung überein. April Tinsley wurde entführt und getötet. Abgesehen von ihren Schuhen war sie vollständig angezogen. Ihr 2. Schuh wurde jedoch weiter die Straße hinunter gefunden, wo die Leiche lag. Laut der Theorie der Polizei hatte der Täter den anderen Schuh aus dem Auto geworfen, während er wegflohen, um Beweise loszuwerden. Die Autopsie von April zeigte, dass sie ertränkt wurde und Opfer eines sexuellen Angriffs war, bevor sie getötet wurde. Obwohl DNA von der Leiche gesammelt wurde, wurde DNA-Analyse 1988 nicht für Ermittlungen verwendet. Die Polizei begann zu vermuten, dass der Täter aus dem Gebiet Fort Wayne stammt.
Der Grund dafür war, dass die Leiche an einem abgelegenen Ort gefunden wurde, den nur Einheimische kennen würden. Obwohl es anfangs keinen Verdächtigen gab, traten einige Zeugen hervor, um mögliche Beobachtungen zu melden. Ein Zeuge erzählte der Polizei, dass er gesehen habe, wie ein blauer Lastwagen auf das kleine Mädchen zufuhr, als es sich in der Gegend befand. Ein weiterer Zeuge gab an, dass er am 4. April, in der Nähe des Fundorts der Leiche, einen blauen Lastwagen gesehen habe. Der Rechtsmediziner stellte fest, dass April ein oder zwei Tage vor ihrem Auffinden getötet wurde. Die Gemeinschaft von Fort Wayne war schockiert über die Nachricht von der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung eines Mädchens. Am 8. April 1988 organisierten sie eine Gedenkveranstaltung in einer Kirche in Fort Wayne. Wochen später gründeten 90 Mitglieder der Gemeinschaft eine Organisation namens April, um Kinder zu schützen. In den frühen Stadien der Ermittlungen verdächtigten sie einen Mann, der Teil einer Gang war. Er ähnelte der Skizze des Augenzeugen und mehrere Zeugen bestätigten dies. Derselbe Zeuge identifizierte ihn später aus einer Gruppe von Männern und behauptete, er sei derjenige, der den blauen Lastwagen fuhr. Andere Zeugen sagten aus, dass derselbe Mann Kinder im Park beobachtet und sexuell belästigt habe. Es wurde behauptet, dass dieser Mann Teil einer satanischen Sekte sei. Allerdings hatte dieser Mann keinen blauen Lastwagen, sondern nur sein enger Freund besaß einen. Obwohl Zeugen auftraten, konnten sie keine physischen Beweise finden, die den Mann mit dem Mord in Verbindung brachten. Auch andere Sexualstraftäter in der Gemeinschaft wurden untersucht, aber es konnte keine Verbindung zum Mord hergestellt werden. Am 21. Mai 1990 erhielt die Polizei einen Hinweis. Dieser Hinweis bezog sich auf eine verstörende Nachricht in einer Scheune in der Nähe von Fort Wayne. Die Nachricht, mit Pastellfarben geschrieben, enthielt folgende Worte. Ich habe 8-jährigen April Tinsley getötet. Hast du ihren anderen Schuh gefunden? Ich werde wieder töten. Die Tatsache, dass der erste Schuh nicht zusammen mit der Leiche gefunden wurde, wurde nicht öffentlich gemacht. Deshalb glaubten die Polizisten, dass dieser Mann der Täter sein könnte. Es war offensichtlich, dass der Täter sich darauf vorbereitete, erneut zuzuschlagen. Dennoch konnte kein Verdächtiger ermittelt werden und leider wurde Aprils Fall ungelöst. Im Jahr 2004 wurden in der Region Fort Wayne 4 verschiedene Notizen gefunden. Diese Notizen waren für kleine Mädchen im Alter von April geschrieben. Eine der Notizen enthielt die Worte: Hallo Süße, ich beobachte dich. Ich bin die Person, die April Tinsley entführt und getötet hat, du bist mein nächstes Opfer. Die Notizen enthielten gebrauchte Kondome mit männlichem Sperma und Polaroid-Fotos von männlichen Genitalien. In den Notizen waren die gleichen Rechtschreibfehler wie in der Nachricht, die der Täter in der Vergangenheit in der Scheune geschrieben hatte. Der Täter übergab diese Notizen insbesondere an Mädchen im Alter zwischen 5 und 9 Jahren. DNA wurde von den benutzten Kondomen gesammelt und stimmte mit der DNA überein, die vom Mord an April gesammelt worden war. Die Polizei begann einen Wettlauf gegen die Zeit, um den Täter zu finden, bevor er weitere Mädchen ermordete. Es sieht so aus, als ob der Mörder entweder gefasst werden wollte oder versuchte, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Nach der Veröffentlichung dieser Notizen meldete sich ein junger Mann. Der Mann gab an, dass sein Vater der Mörder sein könnte. Sein Vater fuhr im Jahr des Verbrechens einen blauen Lastwagen. Tatsächlich hatte er den Lastwagen kurz nach Aprils Ermordung umlackiert. Der neue Verdächtige, der Jahre später aufgetaucht ist, war ein registrierter Sexualstraftäter. Der Mann wurde zur Befragung zur Polizeistation gebracht und beteuerte, dass er nichts mit dem Verbrechen zu tun habe. Die Polizei entnahm ihm aufgrund zweitrangiger Beweise eine DNA-Probe. Trotz der erheblichen Menge an zweitrangigen Beweisen war dieser Mann nicht Aprils Mörder. Im Jahr 2015 wandte sich die Fort Wayne Police Department an Parabon Nanolabs und bat um die Untersuchung des DNA-Materials.
Parabo Nanolabs erstellte eine Zusammensetzungsskizze, um zu sehen, wie die Person aussehen könnte. Diese Skizze ergab, dass der Verdächtige braunes Haar und hellbraune Augen hatte. Und wahrscheinlich britischer oder deutscher Abstammung war. Es wurde auch angenommen, dass der Verdächtige einen hellen Teint hatte. Die stimmte mit der Beschreibung des Augenzeugen und der ursprünglichen Skizze überein. Parabon verwendete die Ahnenforschungswebsite Getmatch, um potenzielle Verwandte des Verdächtigen zu identifizieren. Die renommierte Genealogin Cece Moore bot ihre freiwillige Unterstützung bei der Untersuchung dieses Falls an. Dank DNA-Übereinstimmungen konnte er die Identität von zwei Brüdern feststellen, darunter auch ein Mann namens John Miller. Die Polizei überwachte sowohl John als auch seinen Bruder. Schließlich konnten sie DNA von einem Kondom in Johns Mülleimer sammeln. Die Analyse ergab eine perfekte Übereinstimmung. John wurde verhaftet und zur Befragung zum Sheriff Office gebracht. Er gestand sofort, dass er April Tinsley entführt, vergewaltigt und getötet hat. Am 7. Dezember 2018 bekannte John Miller sich schuldig an Mord und sexuellem Missbrauch von Kindern. Im Urteil wurde John zu einer Gesamtstrafe von 80 Jahren Haft verurteilt. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.